Hey, wir sind Celine und Hannah und wir machen gerade beide einen Freiwilligendienst am Braunschweigischen Landesmuseum. Du hast gerade die Schule abgeschlossen, weißt aber gar nicht so genau, wie es jetzt weitergehen soll. Dann hör jetzt weiter zu, denn wir bringen euch das FSJ und den BFD näher. Zunächst einmal die grundlegende Frage: Was sind denn eigentlich FSJ und BFD? Also die Abkürzung FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr und BFD steht für Bundesfreiwilligendienst. Wie es also schon verrät, sind beides Freiwilligendienste und die kann man in der Regel jeweils ein Jahr lang machen. Und man arbeitet in diesem Jahr auch Vollzeit und besucht auch noch verschiedene Seminare. Und was sind das so für Seminare und was macht man denn genau dort? Oder wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip sind das vier, im Bundesfreiwilligendienst sogar fünf Bildungsseminare, die jeweils 5 Tage lang sind, bei denen Freiwillige aus verschiedenen Einsatzstellen zusammenkommen und sich austauschen können. Die Seminare finden wir beide eigentlich echt cool, weil man eben nochmal mehr gleichaltrige Leute mit ähnlichen Interessen kennenlernt und auch viel Raum für kreativen Austausch geboten wird. Auf jedem Seminar gibt es zum Beispiel auch in irgendeiner Form künstlerische Workshops, bei denen man manchmal mehrere Tage lang in einem Projekt zu einem bestimmten Thema arbeitet. Und das Ganze wird auch in der Regel von ehemaligen Freiwilligen betreut und generell ist die Atmosphäre dadurch auf den Seminaren unserer Meinung nach sehr angenehm und man hat eben auch die Möglichkeit, sich mit sich selbst kreativ auseinanderzusetzen und es macht halt auch einfach Spaß. In beiden Freiwilligendiensten muss man 25 Bildungstage machen und die Seminare sind eben ein sehr großer Teil davon, weil jeder Seminartag zählt als ein Bildungstag. Was macht man in so einem Dienst? Also jetzt speziell bei euch im Museum, was kann man sich darunter vorstellen? Hinter den Kulissen weiß man ja nie, was richtig abläuft. Also was man macht, ist eigentlich ganz abhängig davon, wo du überhaupt angestellt bist, beziehungsweise wo du dich bewirbst. Wir arbeiten ja zum Beispiel beim Braunschweigischen Landesmuseum und sind hier hauptsächlich halt in der Sammlungsverwaltung und Dokumentation tätig. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Inventarisierung von Objekten, der Datenbankpflege, und helfen somit in der Verwaltung des Museums aus. Vielleicht klingt das jetzt für euch erstmal ein bisschen trocken. Aber das Tolle am FSJ bzw. BFD ist ja, dass man die Möglichkeit hat, in viele Tätigkeitsbereiche ein bisschen reinzuschnuppern. Falls einem zum Beispiel die Büroarbeit mal zu langweilig wird oder auch einfach, um eine Perspektive zu gewinnen und in dem Jahr möglichst viele verschiedene Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln. Im Landesmuseum zum Beispiel kann man auch im Bereich Social Media, Museumspädagogik oder Restaurierung helfen, je nachdem, wo und bei wem man nachfragt. Aber eigentlich können alle immer Unterstützung gebrauchen. Hanna zum Beispiel hilft auch in der Gemälderestaurierung und auch sonst macht man viele Aufgaben, die zwischendurch anfallen und eigentlich nicht so viel mit Verwaltung zu tun haben. Habt ihr etwas, was ihr sehr gerne macht, also eine Lieblingsbeschäftigung bei euch, bei eurem Arbeitsalltag? Und habt ihr vielleicht zufälligerweise jetzt, wo ihr auch im Museum arbeitet, ein Lieblingsobjekt? Ich glaube, ich bin am liebsten in der Gemälderestaurierung und arbeite da natürlich unter Aufsicht unserer Gemälderestauratorin direkt an und mit den Objekten. Vor ein paar Wochen haben wir uns da zu zweit Farbradierungen unter einem speziellen Mikroskop angeguckt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerade arbeiten wir an der Inventarisierung mehrerer Mappen eines Künstlers aus eben der Gegend hier. Und da sieht man ganz viele verschiedene Techniken, Motive oder auch oft Reihen von dann eben einem Motiv oder aber auch einfach die Entwicklung vom Künstler selbst. Also das fängt an mit wirklich Mappen aus der Studiumszeit und geht dann eben ein paar Jahre. Und ja, das finde ich einfach sehr spannend zu sehen. Also als ich angefangen habe, habe ich eine Woche lang der Museumspädagogik geholfen, eine Lego-Ausstellung aufzubauen. Und das ist natürlich ein sehr aufregender und cooler Start in meinen Freiwilligendienst und mal was ganz anderes zu sehen, was denn alles überhaupt für Arbeit in einer Ausstellung steckt. Außerdem arbeite ich gerne im Weißmagazin, also der Ort, wo Objekte gelagert werden und wo wir an ihnen arbeiten. Dabei werde ich von den Restauratoren betreut, wodurch ich natürlich auch nochmals weitere Einblicke gewinne. Und außerdem finde ich es auch echt cool zu sehen, welche Objekte wir überhaupt so alles haben und wo sie herkommen, weil die meistens kommen die aus der direkten Nähe und da ist es auch irgendwie ein bisschen abenteuerlich, über sie zu lesen oder Informationen zu sammeln. Wo genau arbeitet ihr denn jetzt, wo du gerade von nähere Umgebung gesprochen hast? Was gibt es denn auch so für Standorte? Eine Besonderheit des Landesmuseums Braunschweig sind die vielen verschiedenen Standorte. Das wusste ich auch vor dem FSJ gar nicht. Aber es gibt einfach viele verschiedene Orte, an denen man prinzipiell arbeiten und helfen kann. Einmal gibt es da natürlich Büroräume, sowohl in Braunschweig als auch in Wolfenbüttel, in denen wir beide viel arbeiten.
Und dann gibt es auch noch Ausstellungsräume im Museum hinter Ägidien und in der Kirche hinter Brüdern, wo dann zum Beispiel Ausstellungen auf- und abgebaut werden. Das Viehweghaus, wo die Ausstellungen normalerweise zu sehen sind, wird gerade sehr umfangreich saniert. Aber an das Viehweghaus angrenzend sind im Papenstieg auch nochmal Büroräume und einige Restaurierungswerkstätten sowie Magazine mit Objekten. Außerdem gibt es seit ein paar Jahren das Zentraldepot, wo ein Großteil der Objekte eingelagert werden kann und wo dann zum Beispiel Inventur gemacht wird. Die Abteilung, welche die Archäologie umfasst, findet man nochmal in der Außenstelle in Wolfenbüttel. Da arbeitet Celine. Welche Bereiche gibt es denn so im Museum, in denen ich jetzt einen Freiwilligendienst machen kann, beziehungsweise welche Bereiche kann ich denn so alles kennenlernen? Ihr könnt euch generell darüber informieren, welche Stellen genau in eurer Umgebung angeboten werden, auf diversen Portalen. Wir haben unsere Stellen über das Portal Freiwilligendienste, Kultur und Bildung gefunden. Ansonsten bieten die drei Landesmuseen folgende FSJ-Stellen an. Im Braunschweiger Landesmuseum selbst, in der Sammlungsverwaltung und Dokumentation. Das sind unsere Stellen. Des Weiteren gibt es eine Stelle in der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eine im Staatlichen Naturhistorischen Museum und zu guter Letzt eine in der Bibliothek bzw. im Kupferstichkabinett, welches im Herzog-Anton-Ulrich-Museum ist. Würdet ihr sagen, dass ihr eine gute Entscheidung getroffen habt mit dem FSJ bzw. BFD? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon relativ früh gemerkt, dass mir die Pause vom Lernen mental sehr gut tut. Und ich bin in der Zeit auch durch die neuen und vor allem positiven Erfahrungen und Einblicke in das Berufsleben selbstständiger und reflektierter geworden. Auf den Seminaren habe ich bis jetzt auch nochmal viele neue Freunde gefunden oder einfach auch nette Leute kennengelernt. Ja, und das ist eine sehr schöne Erfahrung. Für mich auch definitiv. Ich habe viele neue Freunde durch die Seminare gefunden und bin in meiner Einsatzstelle total glücklich. Dieses Jahr hat mir außerdem auch geholfen, viele Schwierigkeiten zu überwinden, indem ich einfach als Person offener geworden bin. Und ich hoffe einfach, dass es weiter so bleiben wird und ich viele solcher schönen Erinnerungen mitnehmen kann. Genau, das war's jetzt von uns und mit dem Video. Und wir hoffen, wir konnten euch unsere Arbeit hier etwas näher bringen und euch bei eurer Entscheidung vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Wir raten euch auch einfach, euch selbst auszuprobieren und mal zu gucken, was es denn so gibt. Und ihr findet garantiert irgendwas, was euch gefällt. Alle wichtigen Links oder Sachen, die wir in dem Video erwähnt haben, haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Also probiert euch aus, habt keine Angst, etwas Neues auszuprobieren und sammelt Erfahrungen und auf Wiedersehen.